So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe, heute auch noch zwei Eventaufgaben, aber alles in der Reihenfolge, so wird es auch jetzt gleich hochkommen für euch. Aber kurz in eigener Sache, wie immer, unten seht ihr schon, eine Zahl ist dazugekommen, nämlich die 5, weil wir halt jetzt die 200, die 460 Abonnenten geknackt haben. Erstmal Gruß an alle neuen, die jetzt dabei sind. Und natürlich, wenn du noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, weil bei 470 Abonnenten kommt natürlich die 7. Zahl hinzu. Und wie gesagt, wenn ich dir schon öfters helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Es hilft dir, es hilft mir. Du kannst sicherlich die 10 Euro gebrauchen. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich halt ein extra Video gemacht, wo ich einmal mich vorstelle und auch erkläre, wie man den Code knacken kann. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop. Ich habe es schon gesehen. Der sieht richtig nice aus, der Skin. Also den, der hat was. Weil so eine Art hatten wir zwar schon welche, so mit Kappe und so, aber hier der ist echt, der ist stylisch. Also das Outfit ist an sich recht nice. Ich glaube, den Skin vom Gesichtszug her bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den schon hatten. Aber auch die Schuhe, alles sieht halt richtig fresh aus. Gut, die Weste ist natürlich Geschmackssache, aber inzwischen ist lila nicht nur noch für Frauen, sondern auch für Männer. Also, wie gesagt, der Skin hat was. Also, da haben sie sich mal was Schönes einfallen lassen. Auch dieses Gold so in dem ganzen Skin drin, oben rum. Unten sind natürlich die Schuhe in Grau auch recht gut gehalten, die Hose. Ja, wie gesagt, der ist mal nicht schlecht. Also, da muss ich mal ein Lob an Epic raushauen. Das lohnt sich. So, dann haben wir. Ach, die Kuschelbande ist da. Warte, fangen wir vorne an. Bla bla bla. Der Kuschelbeauftragte. Den Skin kennt ja jeder. Seit dem Event ist er ja da. Ist halt echt. Ist legendär. Aber die Coins. Ach, die Coins, sag ich schon. Jetzt bin ich bei FIFA. Die V-Bucks wert ist, muss halt jeder für sich entscheiden. Ist halt mehr so ein Fun-Skin, sag ich jetzt mal, weil du fällst halt wirklich auf der Map mit dem Skin. Also, du wirst halt deutlich schneller gesehen. Das muss euch halt auch immer im Klaren sein. Ein farbiger Skin, alles schön und gut, aber in der richtigen Welt, sag ich jetzt mal, du wirst schnell gesehen und logischerweise bist du dadurch ein einfaches Ziel. So, dazu das passende Rückenaccessoire. Ach, die Knöpfe sehe ich ja jetzt erst da hinten. Habt ihr schon mal die Knöpfe gesehen? Also ich nicht. Gut, die, die einen Skin haben, denen wird es aufgefallen sein, aber ich kenne den Skin halt nur so. Aber von hinten, ne, die Knöpfe sind mir noch nie aufgefallen. Ja, die Schleife, da muss ich mal sagen, ich glaube, das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, wo das Rückenaccessoire in meinen Augen nicht wirklich passt. Weil das hat ja nichts mit dem Geschenk zu tun. Das ist halt so eine typische Geschenkschleife. Aber an sich, ja, gehört halt zum Skin dazu. Kostet euch ja nichts extra. Aber in meinen Augen passt der nicht so wirklich. So, dann gucken wir mal weiter. Dazu der passende Kleider. Der dürfte auch relativ klein sein. Also zum Spielen ist er auch richtig gut. Weil er halt klein ist. Ihr seht immer noch genug von der Map vor euch. Lassen ihn nochmal kommen. Ja. Also der ist definitiv zum Spielen gut geeignet. Optisch, ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Da sind ja die Geschmäcker verschieden. Ich finde, der sieht halt total anders aus als der Skin, oder? Ja, sieht ein bisschen anders aus. Der Kopf ist proportional halt ein bisschen größer. So, dann gucken wir mal weiter. Die Spitzhacke. Oh, oh, der Ton passt mal. Aber wäre jetzt keine Spitzhacke, die ich mir holen würde. Auch nicht zu dem Skin. Ich weiß nicht, die ist halt ein bisschen übertrieben, die Spitzhacke. So, dazu aber noch die passende Tarnung. Die finde ich geht wiederum. Ist auch nicht teuer. Also, wenn ihr den Skin habt und halt die Lackierung noch nicht, hier würde sie wirklich passen. Fällt auch nicht negativ auf. Man sieht es da recht gut. Ja, geht auch nicht verloren. Auch beim Board sieht sie ganz nice aus. Und da würde ich sagen, da könnte es sich lohnen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir, fangen wir mal vorne an, das Schlappohr. Die Skins, die ich überhaupt nicht mag. Nämlich eine Verkleidung am Kopf und man sieht das Gesicht darunter.
Ich weiß nicht, es sieht ganz, ganz seltsam aus. Die Jacke 3 Meter zu groß. Ich weiß, keine Ahnung. Also mich packt dieser Skin nicht. Dann haben wir das passende Rückenaccessoire. Ja. Also ganz ehrlich, der Skin ist in meinen Augen keine 1500 V-Bucks wert. Meine Meinung. Dann haben wir noch den Knurrer. Ist halt ähnlich der Skin, aber das Gesicht ist wieder anders. Aber ist halt in meinen Augen ein bisschen. Der Mund ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, nee. Nee, ist kein Skin. Da würde ich mich noch nicht mal freuen, wenn er mir einer schenken würde. So, das Rückenaccessoire geht. Also, so hätte der Mund auch sein müssen. Nicht so breit, aber so ähnlich, sage ich jetzt mal. Weil da ist der Mund ein bisschen wirklich übertrieben. Weil was soll das sein? Eine Ameise? Vom Kopf her. Wenn ihr jetzt nicht außen guckt, sondern das Gesicht. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine Mutantenameise. So eine Killerameise. So, dazu die passende Spitzhacke. Ja, die hatten wir glaube ich schon öfters jetzt drin. Dann noch der passende Kleider. Naja. Finde ich persönlich jetzt nicht so berauschend. So, dann haben wir die Katastrophie. Ne, Katastrophe. So. Ja, das ist recht nice, das Skin, nichts Besonderes, aber hat nicht jeder, sagen wir mal so. Also sieht nicht schlecht aus in meinen Augen. So, dann haben wir das Emote voll ablachen. Ist natürlich die Höchststrafe, wenn man stirbt und der Gegner macht genau das. Weil da denken sie auch nur, toll, danke. Dann haben wir die Spitzhacken, nämlich Sonnenstich. Also die habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, die waren von irgendeinem Hundeskin, oder? Wenn ich mir die Pfoten so angucke, plus weil das ein Teil ist vom Schnurgefahr. Ja, die sehen aber eigentlich recht nice aus. Und dann haben wir noch Holoscan, die Lackierung. Ah, die finde ich übertrieben. Mir gefällt die Tarnung gefällt mir überhaupt nicht. In keinster Art und Weise. Beim Board ja, aber sonst. Dann haben wir die stachelige Streiterin. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich mag diese Skins nicht, wo man das Gesicht sieht. Hätten sie irgendwie anders lösen müssen. Das ist halt irgendwie immer so Karneval. So einfach ein Kostüm an, Gesicht guckt raus, gut ist. Fertig. So, und dann haben wir noch rasender Ansturm. Ja. Ist ganz lustig, aber würde ich mir persönlich jetzt nicht gönnen. So, da sind wir auch schon wieder fertig mit dem Shop. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Weil, wie bis jetzt schon war, haben wir ja schon 3 Gewinner gehabt. Die haben es auch nicht bereut. Mit allen 3 habe ich, glaube ich, inzwischen auch schon persönlich geredet. Und in dem Sinne würde ich sagen, gerne ein Like da lassen. Schreibt gerne einen Kommentar, ob ihr euch irgendwas geholt habt oder auch nicht. Weil Skins braucht man inzwischen eigentlich nicht mehr, weil im Battle Pass sind so viele Skins enthalten. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und bis gleich zur Tagesaufgabe. Also, haut rein.